großer Stein des kalten Feuers! Ich bin es, Pterano der Auserwählte. Seht ihr? Ich berühre den Stein und verbrenne mich doch nicht. Das ist ein Zeichen. Ja, ja. Mach schon weiter, na los. Im Namen aller ehrbaren Flieger, die vor Urzeiten die Welt regierten, flehe ich dich an, o großer Stein, mir deine große Macht zu übertragen. Ich sagte, übertrage mir deine große Macht, Steinchen. Holzkopf, Blödian! Wo ist dein kaltes Feuer, Pterano? Wo sind deine magischen Kräfte? Hey, werd bloß nicht frech! Es reicht, von jetzt an übernehmen wir. Verschwinde! Nein. Aber ich sollte doch der Anführer sein. Na komm schon, du blödes Ding. Zeig mir deine Kraft. Nein, mir. Zeig sie mir. Ich wusste doch, dass es nur ein dober alter Stein ist. Ach, ich wollte alles perfekt machen. Ich wollte doch nur ein Paradies erschaffen. Aber wir doch haben schon Paradies in großes Tal. Du gar nichts tun müssen. Du dir nicht den Kopf zerbrechen. Apropos zerbrechen. Erdrütteln! Ja, das ist aber ein riesengroßer Flieger. Oh, Petri, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Um dich auch, Dackelein. Und nun zu dir. Ich hatte wirklich nicht die Absicht, jemandem zu schaden. Irgendwie ist mir das alles außer Kontrolle geraten. Ich... Dagi! Goldenes Herz. Schön, schön, wie auch immer. Können wir jetzt endlich von hier verschwinden? Verzeihlich, Pterano. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass du geholfen hast, die Kinder zu retten, wird deine Strafe gemildert. Ach, wirklich? Ja. Wir haben beschlossen, dass du in das geheimnisvolle Jenseits verbannt wirst, bis 5 kalte Zeiten vergangen sind. 5 kalte Zeiten? Das aber sehr lange. Ja. Einige von uns waren der Meinung, es sollte noch viel länger dauern. Oh, bitte. Ihr wisst doch, die Weitläufer wollen nichts mit mir zu tun haben. Im geheimnisvollen Jenseits bin ich schutzlos und ganz allein. Haltet ihr das für gerecht? Ja! Oh, lasst ihn bleiben. Ihm tut sehr leid. Das mag sein. Aber das ändert nichts an dem, was er getan hat. Und dafür, kleiner Petri, muss er sich verantworten. Petri, sie hat ja recht. Wir müssen uns alle für unsere Taten verantworten. Ich komm schon klar. Ich
werde dir vermissen, Onkel. Vielleicht werde ich ja eines Tages zur Erde zurückkehren und beweisen, dass man mir vertrauen kann. Ich bin sicher, dass ich auch Gutes tun kann. Man muss mir nur die Chance geben. Ich werde dich auch vermissen, kleiner Petri. Jetzt geh schon, los, mach, dass du verschwindest. Andererseits gibt's auch Dinos, die ich überhaupt nicht vermissen werde. Glaubst du, das war der Stein des kalten Feuers? Na ja, kalt war er ja. Und Feuer war dort auch überall. Auch wenn ich mich wiederhole, das war nur ein blöder alter Stein. An dem war überhaupt nichts Magisches oder Zauberhaftes. Ja! Und außerdem, wozu wir brauchen Ollendoven Zauber, wenn wir haben uns? Hey, die Weitläufer wollen zu ihrer Reise aufbrechen. Das sehen wir uns doch an. Na sowas. Wie seid ihr denn so schnell hierher gekommen? Ein erhebender Anblick. Ja. Verlasst ihr uns auch? Ja, jeden Augenblick. Dieser fallende Stein, den ich gesehen habe, das war gar kein Stein des kalten Feuers, nicht wahr? Nein. Aber weißt du, der Stein war eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtiger war das, was ihr getan habt, um die Wahrheit herauszufinden, dass mein Kind hat wahren Wert. Wartet! Ich habe so vieles nicht verstanden. Warum war dieser fliegende Stein anders als die anderen? Und gibt es wirklich sowas wie einen Stein des kalten Feuers? Wer seid ihr eigentlich? Du bist ein kluges Köpfchen, Littlefoot. Weit fortgeschritten für deine Spezies. Oh, ich meine für einen so jungen Dino. Oh, danke. Denk stets daran, Littlefoot. Das, was ihr den großen Kreislauf des Lebens nennt, ist viel weitreichender, als du dir vorstellen kannst. Draußen im geheimnisvollen Jenseits? Nein, wie wir es dem Dreihorn schon gesagt haben, hinter dem geheimnisvollen Jenseits. Nachts, wenn's dunkel ist, siehst du doch die vielen leuchtenden Lichter am Himmel. Das sind eigentlich andere... Naja, damit würde ich es wohl verraten. Das Leben ist kein Spiel, mein Freund. Es geht nicht ums Gewinnen. Und wenn du denkst, das war's wohl schon, dann musst du neu beginnen. Oh, da siehst du, Littlefoot. Was denn? Was meinst du? Es gibt ein geheimnisvolles Land. Es gibt Land. Ein geheimnisvolles Land. Da gibt's kein Anfang und kein Ende. Dort hast du wirklich gute Freunde. Wir denken oft an dich im geheimnisvollen Land.